Hab mal geguckt auf der Website bei den Zeugen Jehovas und da habe ich gefunden, da stehen dann 15 Glaubensansichten bei JW.org. Und da habe ich mal geguckt, gleich beim ersten ist mir aufgefallen, Gottes Name ist Jehova. Also das ist ja schon mal richtig falsch. Wie kann das sein, dass der Jehova ist? Also die Zeugen Jehovas haben ja selber in ihrer Literatur drin, dass der Name also von einem katholischen Mönch kommt. Also der heißt Raimond Martins. Oder Martini, Raimondus Martinis oder irgendwie sowas. Das weiß keiner, wie der richtig ausgesprochen wurde damals oder der wurde so und so genannt. Beides steht da in dieser Publikation drin. Und ja, das war 1270, da sind so die ersten frühesten Forschungen gewesen, dass der Name schon aufgetaucht ist, Jehova. Und das wurde irgendwie aus Adonai und Elohim, da wurden einfach Buchstaben rausgenommen und wurde dann bei JHWH eingesetzt. Und weil das das Gebräuchlichste ist, sagen die Zeugen Jehovas, deswegen haben wir das übernommen. Ja, das ist aber dann trotzdem nicht richtig. Warum soll man denn etwas nehmen, nur weil was irgendwas gebraucht wird, aber es völlig falsch ist und so gar nicht sein kann, weil dieser zusammengebastelte Name ist garantiert nicht der Name Gottes. Und wenn das auch noch die Katholiken gemacht haben, wo die selber sagen, das ist so, kann man sagen, das sind die Schlimmsten vom Babylon der Großen, ja, diese Katholiken, das sagen, behaupten ja die Zeugen Jehovas, obwohl ich denke, dass die Zeugen Jehovas genauso dazugehören. Und auch nicht besser sind, weil wir haben ja schon viele Fehler aufgedeckt und werden heute noch gleich über die nächsten sprechen oder die nächsten Fehler. Ja, und da ist ja so die Frage, wie kann das sein, dass die also von Babylon der Großen, von dieser schlimmen Hure, die sich da den zusammengebastelten Namen nehmen und dann nennen die sich nach und dann sagen die, ja, das ist der Name Gottes. Also, ja, das ist denn deren Glaube. Und das Schlimmste ist ja eigentlich, dass sie den auch noch eingesetzt haben in den christlich-griechischen Schriften, also im Neuen Testament, und das 237 Mal, wo man das ja gar nicht darf. Und dann fragen sich vielleicht manche noch, wieso darf man denn das nicht? Weil das nämlich in diesen Urschriften, da gibt es ja also 5000 Teilchen oder Fragmente oder Schriftstücke, ja, manche groß, manche kleiner. Wenn man so Fragmente hört, dann denkt man, das sind alles so kleine Teile. Nee, das gibt ja auch große Teile, viele Sachen, auch kleinste, also ungefähr 5000 Stücke hat man noch von diesen christlich-griechischen Schriften und nirgendwo kommt der Name Gottes vor. Auch JHWH nicht. So, das ist ja die Frage, warum setze ich das denn da ein? Und dann begründen die das ja mit, das steht ja in Joel drinne, ja, Römer 10, Vers 13, da wurde das eben, da hat Paulus das eben hergenommen und da stand ja JHWH denn bei Joel und deswegen kann man das denn mit rübernehmen. Das kann man eben nicht, weil eben dem Sohn alles übergeben wurde. Dem Sohn wurde also, hat der Vater hat dem Sohn alles übergeben. Das hatten wir ja letztes Mal besprochen, dass er das im ersten Jahrhundert gleich gemacht hat, nachdem er all sein Opfer dargebracht hat. Hat er ihn ja eingesetzt als König und da hat er ihm alles übergeben. Und man sieht auch gerade bei Römer 10, Vers 13, sieht man ja, dass der ganze Kontext sich einfach alles um Jesus dreht. Und da gehört der Herr rein und er bedeutet eben Jesus und nicht JHWH. Und schon gar nicht Jehova, der Name. Ja? Also der ist ja komplett falsch. Und ja, da ist ja die Frage, warum machen die das sowas einfach? Die verändern also komplett die Bibel. Und das machen die 237 Mal, haben die das in der Bibel einfach eingefügt, obwohl das alles auf Jesus hindeutet. Also die Zeugen Jehovas werden von, die klaut man Jesus direkt. Ja? Die Menschen werden dem Jesus weggenommen und woanders zu irgendeinem künstlichen Gebilde hingezogen. Und dann kommt ja noch was, dass denn, ja, die Zeugen Jehovas sagen, also die oben, die leitende Körperschaft, wie sie sich nennen, da sind ja so einzelne Leutchen so, das schwankt immer so ein bisschen die Zahl. Und die behaupten denn, ja, wir sind hier so die großen Meister und wir bekommen also den Heiligen Geist so, also noch viel mehr als ihr, ja. Und nur durch uns kommt ihr zu Jesus. Das behaupten die allen Ernstes. Also das können sich andere gar nicht vorstellen, aber das behaupten die bis heute immer noch. Und das ist ja interessant. Das ist, also diese leitende Körperschaft kommt erstens vom Namen her schon mal gar nicht in der Bibel vor, ja. Also das ist auch wieder was, also auch ein künstliches Gebilde, genauso wie der Name Jehovas ein künstliches Gebilde ist. Auch die leitende Körperschaft, also diese Bezeichnung ist eine Wortschöpfung von denen, das kommt in der Bibel überhaupt nicht vor. Und die behaupten aber, ja, damals diese Apostel, die und die älteren Männer, das war auch so eine Art leitende Körperschaft. Und das
ist jetzt was Interessantes, weil viele wissen das gar nicht und ich möchte das einfach nochmal wieder ins Licht bringen. Da gibt es nämlich ein schönes Video und die haben mal aufgezeichnet und haben das übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche, dass da jemand ganz Wichtiges bei den Zeugen Jehova mal einen Vortrag gehalten hat und das würden die natürlich. Das ist ja peinlich jetzt natürlich für die leitende Körperschaft und für die Zeugen, dass das existiert. Und da hat der Präsident, der damalige Präsident, der von in den 80ern bis Anfang der 90er Präsident war und über 30 Jahre Vizepräsident, das dreht sich da nämlich um den Fred Franz, ja, nicht den Raymond Franz, weil das war ja der Neffe, sondern der Onkel von ihm. Und der hat ja die Bibeln. Also hat viel an diesem, der galt ja so bei den Zeugen Jehovas als der Bibelgelehrte. Und der hat ja also sehr viel mitgewirkt oder hauptsächlich den Teil gemacht, den Übersetzungen von der Neuen Weltübersetzung, sage ich jetzt mal, also diese Übersetzungsarbeiten. Und der ist ja der große Macher, auf den sich heute noch alle beziehen. Der hatte die große Ahnung und der hat auch Raymond Franz gesagt, ja, der kannte sich in den Sprachen ganz gut aus, auch im Griechisch, hat das gut gelernt, hatte also wirklich Talent. Aber er hatte sich einfach viel zu viel rausgenommen und eben diese Dinge reingesetzt. Aber ich weiß nicht, ob das seine Idee war. Jedenfalls war das damals für den Präsidenten zu der Zeit, damals der Nor war, wo er Vizepräsident war so lange. Da haben die sich das jedenfalls so zusammengebastelt, diese Bibel, und haben da den Namen Gottes, den sie ja nicht kennen und den sie sich selbst übernommen haben von den Katholiken, wie gesagt, den haben sie dann noch eben da eingesetzt. Und dieser, bis heute noch so der größte Bibelgelehrte unter diesen Gesalbten und der zur leitenden Körperschaft auch gehörten und sogar Präsident war, wie gesagt, von den 80er bis in den 90er Jahren, der hat nun mal einen Vortrag gehalten, Anfang der 70er Jahre, also in den 70er Jahren. Und da hat er denn gesagt, und also das war ein Vortrag vor den Absolventen der Gilead-Schule. Und da hat er gesagt, dass es die leitende Körperschaft damals im ersten Jahrhundert nicht gegeben hat. Das ist natürlich jetzt auch wieder ein Thema natürlich für Zeugen Jehovas, weil andere sagen, ja, natürlich, logisch, klar, das ist ganz klar, aber für die mache ich das ja, weil da sind ja noch einige, auch wenn es wenige sind, die offen, ehrlich und so weiter sind, die das wissen möchten. Und die kennen das ja gar nicht und haben davon noch nie gehört, natürlich. Das ist ja, das muss ja streng geheim bleiben. Und ja, das ist ja die Frage, was sagt er da? Der sagt also erstens klar, dass also diese leitende Körperschaft nicht existiert hat und erklärt auch, warum. Dass natürlich der Apostel Paulus alleine unterwegs war und nicht von diesem Gremium, ja, von dieser leitenden Körperschaft, wie sie heute verkauft wird, Anweisungen bekommt, wo er hinzugehen hat und so weiter. Nein, die wurden alle durch den Heiligen Geist geführt. Alle diese Apostel und älteren Männer. Und deshalb schreibt ja auch selbst der Apostel Paulus in seinen Briefen, dass er erst später den Petrus kennengelernt hat und dann später noch die anderen gesehen hat, die ersten Jahre völlig auf sozusagen ohne unabhängig von denen, auf eigene Faust sozusagen, unabhängig von diesem Gremium, von dieser Ältestenschaft, von diesen anderen Aposteln, seinen Weg gegangen ist. Und das erklärt er in diesem Vortrag. Dann könnte man sich ja jetzt fragen, wie kommt er dazu, sowas zu machen, so einen Vortrag zu halten? Das wäre doch eigentlich gegen seine oder gegen die Idee dieses Gremiums der Zeugen Jehovas, die Oberen. Ja, aber das war eben so, dass es erstmal eine ganze Zeit lang wurde zwar von der leitenden Körperschaft gesprochen, also als der Franz Präsident war, nee, der Nor Präsident war und später ja der Franz als Vizepräsident natürlich auch gern Präsident werden wollte. Also da war immer die Rede von leitender Körperschaft, aber die gab es da eigentlich nicht. Und zum Schluss eigentlich, die letzten Jahre, als Nor da war, da hat sich das dann doch durchgesetzt, irgendwelche inneren Hin- und Herwurschteleien, dass es dann also doch zu einer leitenden Körperschaft gekommen ist. Aber das wollte, da war der Franz nicht wirklich auch selber interessiert, weil er war ja nur lange Vizepräsident und wollte nur langsam jetzt auch mal da oben ran. Und deswegen hat er wahrscheinlich diesen Vortrag gehalten, um einfach den zu zeigen, den ganzen Leutchen. Und dieser Vortrag existiert noch vor dieser Gilead-Klasse, dass er das eben gehalten hat und gezeigt hat. Das gab es im ersten Jahrhundert nicht. Und das wird ja bis heute immer noch verkauft bei den Zeugen Jehovas. Das gab es. Wir machen das wie im ersten Jahrhundert.
Damals gab es die leitende Körperschaft und heute seht ihr, wir sind noch wieder da. Also ist alles in Ordnung. Wir sind die Richtigen, wir sind die Guten. Und die anderen sind alle die Bösen. Ja, die anderen sind Babylon, die Große. Aber wir hier oben, also wir haben es, wir machen es und wir haben es drauf. Wir täuschen oder müssen euch leider zwar öfter mal ein bisschen enttäuschen, weil unsere ganze Prophezeiung nicht hinhauen. Alle nicht, ja. Und da wissen wir ja schon von Mose, was da gesagt wird, ja, wenn es also, wenn die Prophezeiung nicht eintrifft, dann ist er also nicht von Gott. Und das haben sie oft genug bewiesen, dass sie eben der falsche Prophet sind und nicht die Sachen eingetroffen sind. Und diesen Vortrag, den packe ich jetzt einfach unter das Video und da könnt ihr einfach gucken, da nimmt ihr einfach diesen Link und dann könnt ihr da raufgehen bei Bruderinfo und da guckt ihr euch einfach, wer Interesse hat, diesen Vortrag an. Der wurde übersetzt, der ist ein bisschen länger, man kann auch ein bisschen vielleicht nach vorne gehen, ein Stück. Aber hört euch das einfach an, dass diese Person, der so als wichtigster und der große Bibelübersetzer und der Gelehrte, bis danach keinen mehr gegeben hat, bei denen da oben, sagt, dass im ersten Jahrhundert keine leitende Körperschaft gab. Also was ist das jetzt? Wer sind die jetzt? Und da behaupten die, dass jemand nur zu Jesus kommt, durch diese leitende Körperschaft. Ja, das ist sehr absurd, ich weiß, aber das ist das, was heute noch Lehre ist. Und ja, guckt euch das an, genießt das oder was auch immer, oder zieht daraus eure Schlüsse. Ja, und macht was draus und man kann als Christ leben, auch wenn man nicht bei den Zeugen Jehovas ist, gerade das ist ja das Wichtige, deswegen mache ich auch diese Sendung. Es gibt also viele Christen draußen, die aus allen möglichen Abspaltung der großen Religion irgendwo raus kam, also alle von diesen ganzen falschen Religionen eigentlich, ja, ob das Sieben-Tags-Adventisten ist, die auch ihr eigenes Ding irgendwo gebrezelt haben und viel daneben gegangen ist, so die Vorläufer von den Zeugen, wo auch schon gesagt haben, Jesus sollte schon in den 1840er Jahren wiederkommen, denn einmal im Frühjahr, dann einmal im Herbst und alles hat nicht geklappt und ja, das alles falsch, das gehört alles zu Babylon, genauso wie die Zeugen Jehovas und die katholische Kirche natürlich auch. Und ja, aber es sind überall trotzdem Christen drin, die da eben rauskommen sollen, weil es ja in Offenbarung Kapitel 18 gesagt wird, wenn ihr nicht teilhaben wollt, ich glaube Offenbarung Kapitel 18 Vers 4 steht es drin, ja. Da wird gesagt, geht raus aus ihr, ja, aus Babylon der Großen, ja genau, Offenbarung Kapitel 18, Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, wenn ihr nicht mit ihr teilhaben wollt an ihren Sünden und wenn ihr nicht einen Teil ihrer Plagen empfangen wollt. Ja, die Zeugen Jehovas gehören nun mal dazu und man kann wirklich sehr gut als Christ leben, auch ohne diese Organisation, die leider auch die Anhänger täuscht, mehrfach haben wir ja schon Dinge durchgesprochen, da kommt auch noch mehr. Ja, zieht daraus eure Schlüsse, guckt euch das Video bitte an, dann habt ihr das mal, diesen Widerspruch in sich, ja, dieser Gesellschaft, dass der Bibelgelehrte sagt, diese leitende Körperschaft gab es damals nicht, die hat nie existiert und hat heute überhaupt keine Berechtigung. Ja, und das war der Onkel, ja, sozusagen von diesem Raymond Franz, der diese Bücher geschrieben hat. Ja. Das erste ist der Gewissenskonflikt und der zweite ist auf der Suche nach christlicher Freiheit. Und wer diese Bücher liest, der kann auch ganz deutlich sehen, wie gut man als Christ leben kann und als echter Christ, ja, und nicht irregeführt. Und ja, dann viel Spaß beim Anschauen oder beim Lesen der Bücher. Alles Gute, bis die Tage. Tschüss.